Hallo und willkommen zu einem neuen Video Minecraft Adventure Maps. Wir werden auch heute uns wieder am Marktplatz bedienen sozusagen und werden eines der vielen und zahlreichen Adventure Maps, die man so kaufen kann, spielen. Ihr wisst ja, wenn ihr meine Videos schon länger guckt, ich bin dazu übergegangen, die teuersten zu nehmen. Ganz einfach deswegen, weil die ja am meisten versprechen, weil sie ja am teuersten sind. Dazu gehen wir hier auf die Suche und sagen Relevanz von Minecoins von hoch nach niedrig. Dann filtern wir uns die Karten raus. Und zwar wollen wir ja nur die Welten haben, also Abenteuerkarten, Survival Maps und Minigames. Das heißt, diese Skin-Pakete und Texturen und so, die wollen wir ja gar nicht. Und dann haben wir halt hier unsere Auswahlmöglichkeiten. Zu den oberen hier, zu den ganz teuren, habe ich schon was gesagt in den vorherigen Videos. Die werden wir nicht machen, weil ich die selbst schon mal gesehen habe und die sehr enttäuschend sind. Also hier Creeper für Anfänger und Flucht vor dem Drachen, was nur ein Parcours ist. Sehr enttäuschend. Es gibt ganz viele Zombie-Sachen. Hier Zombie, da Zombie, da Zombie, überall Zombie. Wir haben hier dieses Zombies gespielt. Und ich muss sagen, ich fand es richtig cool, aber ein Zombies reicht erstmal. Die anderen werden wir später vielleicht nochmal irgendwann spielen. Wir haben auch eine ganze Menge anderen Stuff schon von hier weiter unten gespielt. Übrigens muss ich euch mal kurz was sagen. Und zwar, ich wollte letzte Mal hier Modern Farming machen. Deswegen steht da auch schon freigeschaltet. Ich habe die Karte dreimal versucht zu laden und dreimal ist mein Minecraft komplett abgestürzt. Deswegen kann ich die nicht empfehlen. Sie kostet 8 Euro und ich konnte sie einfach nicht spielen. Ich hätte sie gerne gespielt. Wir werden mit Sicherheit auch noch eine andere Landwirtschaftssimulation hier spielen. Aber das Ding ist dreimal abgestürzt und deswegen von mir keine Kaufempfehlung. Kann natürlich sein, dass es bei euch nicht passiert. Wenn ihr ein Realm habt, könnt ihr sie sogar kostenlos spielen. Probiert es also einfach mal aus. Ansonsten, wenn ihr sie kaufen wollt, vorsichtig. Also wie gesagt, bei mir ist sie abgestürzt. Das muss nicht bei euch passieren, aber da wäre ich vorsichtig. So, also wir spielen aber heute dieses neue Ding hier. Ist was Neues, Teures reingekommen? Und zwar Dragon Defenders. Und da gucken wir jetzt mal rein. Das Ding kostet nämlich 9,99 € oder 1690 Minecoins. Und dafür erwartet euch Folgendes. Eine englische Beschreibung. Lead your dragons to victory in this thrilling Tower Defense Minigame. Challenge yourself against unique enemy types and surprise in this charming story adventure. Also, das heißt, es ist ein Tower Defense. Wer nicht weiß, was das ist. Ihr habt so gewisse Stationen, wo ihr Sachen hinstellen könnt. Dann läuft eine Gegnerschar quasi da durch auf einem festen Weg und ihr müsst die daran hindern, an ihr Ziel zu kommen. Das ist so Tower Defense. Wir haben 31 detaillierte Level, Städte, Wüsten, Berge und Meer. 7 epische Bossgegner. Wir können Drachen und deren Fähigkeiten freischalten. Wir haben 2 Skins, die damit bei sind. Es ist unendlich wiederspielbar. Es gibt einen Multiplayer-Support und es gibt Customized Music, also selbstgemachte Musik und animierte Cutscenen. Soweit so gut. Wir können uns mal die paar Bilder hier anschauen. Da seht ihr halt, ne, wie es gibt so Wege, da laufen die Gegner entlang und wir müssen die daran hindern und können dann halt unsere Dinge aufstellen. Ich habe sowas schon mal gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, es hieß Fruit, irgendwas mit Frucht, ich weiß nicht mehr genau. Das ist ungefähr das Gleiche. Ja, da seht ihr halt, auf dem braunen Weg laufen die Gegner und wir haben rundherum so Stationen, wo wir die aufhalten können, ne? Hier sind es in dem Fall anscheinend Schafe. Ja, ich bin eigentlich schon fast nicht mehr dafür, das zu spielen, aber wir machen es trotzdem, weil ich halt schon mal so ein Ding gezeigt habe. Und im Grunde genommen sind das dann immer die gleichen. Aber wir machen es dieses Mal trotzdem. Das sind die beiden Skins, die ihr freischalten könnt.
Einmal den lilanen und einmal den grünen. Einmal, also sind so zwei, so Drachen anscheinend hier. Die bekommt ihr, wenn ihr das Ding kauft. Und das machen wir jetzt. Wir kaufen es. Ich habe noch genug Minecoins. Von daher holen wir uns das Ding. Und wir laden es natürlich auch direkt runter. 108 MB ist schon groß. Das zeigt immer so die Menge an, was gebaut wurde, ne, auf der Karte. Und da stand ja auch, dass es mehrere Karten gibt, die wir spielen können. Also ist 108 MB ist schon echt groß, muss ich sagen. So, und dann erschaffen wir die Welt auch direkt. Und zwar könnt ihr natürlich jetzt hier verschiedene Sachen einstellen, wenn ihr wollt. Das ist ja jetzt eure Karte im Endeffekt. Ihr habt sie gekauft. Das heißt, ihr könnt jetzt sogar im Kreativmodus da drum herum fliegen und das machen. Wir lassen aber alle Einstellungen genauso, wie der Ersteller der Karte das gewollt hat. Wir ändern also nichts und erstellen das einfach. Ja. Und da sind wir schon. Hier haben wir so ein paar Informationen über den Map-Ersteller. Hier haben wir einen schönen Kristall, wo wir durchlaufen können. Können wir auch nichts machen. Und da oben läuft schon eine Schrift: Welcome to Dragon Defenders by Imagineverse. Das sind die hier. Change Gameplay Settings here in the Hub and turn on Music on new Micro Settings Players. Okay. Ich mache die Musik aus. Hat einen bestimmten Grund. Wenn ich denn die Musik hier ausmachen kann, da Audio. Musik ist aus, okay. Ganz einfach, weil man sonst Ärger bekommen könnte, wenn man das auf YouTube hochlädt mit markenrechtsgeschützter Musik. Okay. Gut, wir laufen mal hier rum und schauen, was uns so erwartet. Hier haben wir eine Galerie, die ist aber anscheinend noch nicht offen. Wir haben hier eine Karte. The Frontier Wilds. Außerdem können wir hier noch eine Karte freischalten. Und hier auch noch eine. Das sind wahrscheinlich die verschiedenen Level, die wir spielen können. Hier sehen wir bei Optionen. Cutscenes, also die Videos können wir hier an- und ausschalten. Wir können unseren Schwierigkeitsgrad ändern. Wir nehmen mal Casual. Also etwas einfacher als normal. Einfach fürs Video. Item Layout können wir hier machen. Das heißt, wir können uns aussuchen, ob wir Defender, Dragons oder Tools nehmen. Dementsprechend, ich weiß, es steht auf Defender. Ich lasse es mal so, dass hier oben, ich weiß halt noch nicht, was es bedeutet. Infobook. Haben wir eins? Nehmen wir mit. Achso, das sind so rote Punkte, die den Weg der Gegner zeigen. Lassen wir mal an. Und Health Bar ist klar. Das lassen wir auch so. Das ist auf die mittlere hier auf gelb. Das passt schon. Okay. Oh, das ist cool gemacht. Was sind das? Keine Ahnung. Ich lasse das einfach mal so stehen, wie es ist. Das zeigt uns anscheinend an, wo wir treffen können, wenn das Grüne der Weg ist. Und das hier wäre quasi der Block, auf dem unsere Verteidigung steht. Könnte das hier diesen Bereich treffen. Das ist okay. So. Also, das ist es soweit und wir können jetzt hier diese Karte starten. Ich weiß allerdings nicht wie. Oh, so, okay. Skip Cutscene. Okay, ach so, das ist jetzt quasi ein Video hier. Oder? Also ich komme hier auch jetzt nicht raus. Ah ja, da kommt was. Dann gucken wir uns doch mal an. Aha.
Oh, der vermisst jetzt sein goldenes Schaf. Das hat ihm einer geklaut. Haben wir ja gerade gesehen. Schade eigentlich. Jetzt müssen wir das wohl wiederholen, denke ich. Okay, goldenes Schaf ist gestohlen worden. Okay. Also gut. Also mit der Flagge können wir interagieren, wenn wir starten wollen. Wir gucken uns aber erstmal an, was wir hier tun können. Also, anscheinend ist das hier, das Braune, der Weg, den die Monster gehen können. Sie können hier quasi drei verschiedene Wege wählen. Einmal geradeaus, einmal rechts, einmal links rum. Und wir können halt später hier, ja, was steht denn da? Keine Ahnung. Ja, naja. Können hier Dinge aufstellen und ich denke mal, das ist ein Banditencamp. Okay, vielleicht kommen die auch von hier und laufen halt hier hin. Dragon Hall. Ja, wahrscheinlich ist das so, dass das so rumgeht. Dass die vom Banditencamp hier dann dahin laufen. Oder sie laufen halt noch weiter. Hier ist ein Schneegebiet noch. Okay, hier haben wir noch so eine Brücke. Okay. So. Okay, es kann auch sein, dass sie halt hier hinlaufen, ne? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich mal ausprobieren. Das ist ein ziemlich langer Weg. Aber es ist dieses Miniatur gefällt mir sehr. Also dieses Miniaturgebaute, das ist schon cool gemacht. Definitiv. Also. Ja. Wir werden mit der Flagge interagieren und gucken jetzt mal, was passiert. Exit Level. Human have been stealing our treasures for too long now. Okay. Also seht ihr schon, wenn ich das hier hinbaue, kann der hier, das machen wir mal. Also der hilft uns jetzt. Die Gegner kommen von hier. Ihr seht die roten Punkte, die gehen hier so entlang und wollen zu dem Schatz. Wir haben hier einen Wächter aufgestellt. Und jetzt können wir das quasi hier starten und sagen, die erste Welle kommt. Wir können selbst wahrscheinlich nichts machen, wir probieren es aber mal aus, aber wir können nichts machen. Ihr seht jetzt, die kommen da. Wir haben hier unseren Wächter. Manche werden unseren Tower angreifen, manche werden einfach versuchen, zum Schatz zu gelangen. Wir haben nichts anderes, wir hatten nur den hier. Und er haut jetzt auf die drauf. So dass die nicht zum Schatz kommen können. Ja gut, es ist nur einfach, es ist ein Tutorial. Also kein Ding. So, wir haben die Welle überstanden und können jetzt wieder bauen. Wir haben hier einen Pfeil bekommen. Ah, wir können ihn jetzt upgraden damit. So, zack, er ist auch ein bisschen größer geworden. Er ist Level 2. Wir können ihn weiter upgraden. Nee, können wir nicht. Schade. Wir haben nicht genug Punkte dafür. Okay, wir können jetzt wieder hiermit interagieren. Also, das ist unser Upgrade-Symbol. Damit können wir was upgraden. In dem Fall haben wir nicht genug Punkte dafür. Jetzt haben wir hier schon so einen kleinen Ritter. Er sieht so süß aus. Das sieht echt putzig aus. Schade, dass ich die nicht umhauen kann. Aber das macht er für uns. Boing, boing, boing. So, tot ist er. Die anderen brauchen nur einen Schlag. Und dieser Ritter hier, der braucht drei. Und hier gibt es einen und schnell. Das ist anscheinend ein Dieb. Aber der braucht auch nur einen. Der ist halt einfach nur schneller als die anderen. Ja, wir sammeln damit Punkte, wie ihr seht. Rechts bei Currency.
Ja, 1, 2, 3, down. Haben jetzt 38 Punkte wieder bekommen. So, jetzt können wir den heilen. Brauchen wir aber nicht. Wir können den verkaufen oder wir können einen neuen bauen. Wir können zum Beispiel hier wieder einen neuen hinbauen. Können den jetzt auch noch upgraden. Und haben jetzt zwei. Wir könnten sogar noch einen dritten bauen. Was kostet das denn? Ja, wir verkaufen den nochmal. Ich habe jetzt nicht hingeguckt. Er kostet 25. Ja. Können wir den upgraden? Nein, das würde 30 kosten. So, das ist aber eine gute Defensive, weil wir halt alle hier drauf. Das ist gut. Man kann die auch anklicken hier nochmal oder sich ansehen, dann sieht man den Bereich. Und da wir jetzt fertig sind, zack, die Finalrunde kommt. Mal gucken, was da so kommt. So, also ein paar werden jetzt durchrutschen, die werden aber von den anderen dann erledigt werden hier. Ich gehe aber davon aus, dass keiner komplett durchrutschen wird. Schaut gut aus. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Hier am Ende den nochmal aufgelevelt, falls mal wirklich irgendwas durchrutschen sollte. Er hat einen Holzstock. Der hat ein Eisenschwert. Also Holzschwert und Eisenschwert. Das ist schon mal ein Unterschied. Ja, seht ihr? Jetzt rutscht was durch. Weil er die halt nicht alle. Es sind einfach zu viele. Er kann die nicht alle killen. Er konzentriert sich da so gut es geht. Jetzt müsste der eigentlich gleich hier eingreifen. Macht er noch nicht. Sieht er noch keinen. sieht er noch keinen Bedarf. Jetzt hat er einmal gehauen. Aber der Kollege hier kriegt das alles schon easy hin. Ja. Und das war's mit dem ersten Level. Das war das Tutorial. Ne? Und jetzt werden wir dann zur nächsten Karte gehen. Aber wir müssen uns wieder die Story angucken. Our Journey Begins. Er ist auch ganz nett gemacht, ne? Also, wir gehen jetzt in Richtung der Menschen. So. Und das sind wahrscheinlich die Drachen, die wir bekommen können. Ich weiß es gar nicht. So. Wir sind. Also, das hatten wir, glaube ich. Das ist hier quasi das Tutorial. Und jetzt können wir halt weitergehen. Ah, ihr seht schon, worauf es hinausläuft. Wir laufen halt in Richtung der Menschenstadt da hinten und müssen die verschiedenen Level erledigen. Die Level sind immer hier dieses Ding. Das ist quasi das Ende. Und überall hier sind halt Level, die wir absolvieren müssen auf dem Weg dorthin. Das ist also keine Karte, wo hier so kleine Figuren rumlaufen, sondern das ist unser Weg. Und da können wir uns jetzt aussuchen, wo wir entlang gehen. Also wir müssen natürlich erstmal das hier machen. Frieden Valley. Und dann können wir wahrscheinlich aussuchen, ob wir hier lang gehen zum Banditenwälder oder ob wir hier lang gehen zu, was ist das hier? Nature's Bounty. Okay. Aber wir müssen natürlich erstmal das hier machen. Zack. Okay. Wir fangen an zu bauen. Das ist unser Schatz. Da dürfen die natürlich nicht hin. Ihr seht die Richtungen, aus der die Gegner kommen mit diesen Pfeilen und die kommen von hier. Das heißt, wir können erst hier anfangen zu bauen. Und es wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir hier was bauen. Muss ich mal gucken. Fire Dragon Tower, Warrior Dragon. Der schießt halt weiter, wie ihr seht. Und der kloppt halt. Was ist das? Book of Dragons. Achso, das sind die verschiedenen Drachen. Das können wir uns angucken. Da können wir schauen, was für Drachen es gibt und was die können. Was die einzelnen Tools können. Also ihr habt hier ein gutes Buch. Das ist der Warrior, den kennen wir. Fire seht ihr da unten. Der visiert ein Single Target, hat eine Medium Range, also auf jeden Fall weiter als der Warrior. Er ist gut gegen Holz, anscheinend, aber nicht so gut gegen Magie.
Ja, dann gibt es noch Earthquake, also Erdbeben, es gibt Eis, es gibt Sandsturm, es gibt Wasser, Vulkan, Thunderbolt, also Blitz und Fairy. Das sind die, und jetzt kommt hier noch die Gegnertypen, können wir uns auch alle angucken. Ist schon cool, das solltet ihr auf jeden Fall auch behalten. Jetzt bauen wir aber. Und ich würde sagen, wir bauen. Was haben wir? Wie viel haben wir denn? 85. Ich würde sagen, wir bauen hier erstmal so einen Typ hin. Und hier noch so einen. Dann haben wir noch 30. Ja, wir haben noch 30. Und könnten. Ich würd fast sagen, wir pushen den nochmal hier hoch. Zack. Jetzt haben wir das Optimum rausgeholt. Der hier, der kann relativ weit schießen, der kann den sogar unterstützen. Und der hier kloppt alles kaputt, was hier rumgeht. Das ist okay, denke ich. Er könnte mir nochmal anzeigen, wie die Range von dem ist. Macht er aber nicht gerade. Aber die war ziemlich hoch. Okay, ich würde sagen, wir starten. Zack. Und los geht's. Wir können uns das hier von oben angucken, was unsere Leute so machen. Wir hätten natürlich auch hier direkt einen hinstellen können. Aber da die hier einmal so eine Kurve schlagen, ist der Punkt natürlich ideal, weil er kann hier komplett in den Bereich hauen. Und der Drache kann ihn unterstützen, weil der kann nämlich schon bis dahin schießen ungefähr. Von daher passt das. Das sind auch alles nur Bauern. Ich glaube, die kriegt der hier relativ gut hin. Die erste Welle sollte kein Thema sein. Ja, easy. Da braucht der Feuerdrache gar nichts tun. Aber der wird gleich zum Einsatz kommen, denke ich. Wir können aber ja gleich, wir sammeln ja jetzt Punkte, können also gleich noch einen zweiten davon setzen. Müssen wir mal schauen, was wir machen. So, wir haben 25 Punkte gesammelt. Den aufzuleveln kostet uns 20, den 35. Wir könnten aber für die 25 auch noch einen zweiten bauen, einfach. Den wir zum Beispiel hier hinstellen. Oder hierhin. Hier ist noch besser. Wenn irgendwas durchkommen sollte, macht der die nämlich platt. Und dann starten wir wieder. Zack. Okay, gucken wir uns die zweite Welle an. Was kommt da? Bauer, Bauer. Dieb, der ist schnell. Aber es sollte kein Problem sein, weil der braucht, glaube ich, nur einen Schlag. Da müssen die schon schneller sein. Aber ihr seht schon, da kommen einige Diebe, die sind schon echt alle sehr schnell. Boom. Aber das ist kein Problem hier für unseren. Überhaupt kein Problem. Hätte ich nur den einen gebraucht für bisher. Alles easy und entspannt. Da kommt noch ein Dieb. Auch noch. Die hier schafft er alle locker. Es kann sein, dass gleich mal so ein Dieb durchrutscht. Wenn jetzt hier sowieso viele kommen. Wir werden sehen. Da kommen auch einige Diebe, von daher, ja, es kann gut sein, dass da einer mal durchrutscht. Gucken wir mal. Noch kriegt das hin. Noch kein Problem. Ach, überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Easy. Okay, wir können wieder bauen. Wir haben 54 Punkte bekommen. Und ich möchte jetzt auch einfach mal hier so ein Ding ausprobieren. Deswegen stelle ich mal einen hier vorne hin. Außerdem, was kostet der? Kostet 35, ne? Ich werde den hier mal aufrüsten noch, falls mal was durchrutscht. Ah ne, ich habe den verkauft. Das wollte ich natürlich nicht. Hinstellen. Upgraden. So, das kostet 30. Wir haben nur 14. Ah, ich habe, glaube ich, einen Fehler gemacht. Aber egal. Ja, was soll's. Ich glaube, damit kommen wir trotzdem locker hin. Wir könnten den hier verkaufen. Gibt uns aber nur 20 und der kostet 30. Seht ihr, wir verlieren halt. Deswegen habe ich jetzt gerade einen Fehler gemacht. Aber egal.
Ich glaube trotzdem, dass das alles easy sein wird hier. Aber es wird nicht so bleiben. Ja, oh, ihr seht, wir kriegen einen neuen Gegnertyp. Das sind so Fette. Oh, der Drache, der macht sich schon an die Arbeit hier. Der schießt schon auf die. Die werden wahrscheinlich einfach mehr aushalten. So, es kann aber auch sein, dass die natürlich jetzt auf meinen Drachen gehen. Und das werden wir dann sehen. Weil die können ja die Dinger auch angreifen. Aber haben die gar keinen Bock. Die gehen einfach weiter. Und jetzt zählt's. Gucken, ob wir die Fetten auch wegkriegen hier. Ah, schießt der nächste Drache. Nice. Ja, den einen dicken haben wir schon mal weg. Aber wir haben ja noch einen Verteidiger da hinten stehen, ne? Aber kein Ding. Alles gut. Ja, cool. So, jetzt haben wir Punkte gesammelt. 71 Punkte. Ich würde den hier, das kostet 50. Boah, das ist teuer, ne? Den aufzu. Aber ich glaube, das bringt was. Weil das ist unser stärkster hier, glaube ich. Den leveln wir auf. Der ist jetzt Max. Außerdem könnten wir... Ne, können wir nicht. Wir können nichts mehr machen. Ne, wir können nichts mehr machen, aber ich glaube, das hat doch gebracht. Der hat jetzt ein goldenes Schwert. Ich glaube, das sollte kein Problem sein. Wir gucken mal. Finale Welle. So, mal gucken, was er uns so gibt hier, ne? Die Dicken. Wir haben so eine leckere Fleischkeule in der Hand. Ich krieg langsam Hunger. Ah, der wird schon beschossen von dem Drachen. Das ist gut, dass der schon anfängt zu ballern. Aber die stecken auch einiges weg, ne? Deswegen haben wir den jetzt hier aufgerüstet. Da kommen jetzt noch so ein paar Banditen hier. So ein paar Räuber und so ein paar Bauern. Ah, das ist schon... Boah, das ist schon hart. Also, ich hoffe, der nimmt die jetzt alle gleich hier weg. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Der haut die einmal, zweimal. Ja, doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Der rutscht durch, aber der kriegt jetzt von den anderen hier. Zack. Der rutscht auch durch. Ah, ich will nicht, dass die Dicken durchrutschen. Der soll die Dicken hier... Ja, das sieht gut aus. Hau die Dicken schön. Das wird nochmal kritisch hier. Die Ecke wird nochmal kritisch. Ich hoffe, die kriegen das hin. Ja, da sind die kriegen das hin. Ach, die kriegen das locker hin. Ja, überhaupt kein Problem. Okay. Nice. Wo ist der Ausgang? Hier. Zack. Haben wir das Level auch geschafft? Kommt der kleine Drache hier raus, genau wie hier. Wunderbar. Jetzt können wir also entweder nach hier. Hier gibt es einen Schatz anscheinend. Sky Attack Upgrade gibt es als Reward. Oder wir können hier hin. Hier gibt es auch einen Schatz. Weapon Attack Upgrade. 4 Wellen auf Easy. Und auch hier 4 Wellen auf Easy. Ja, könnten wir uns jetzt aussuchen. Aber das soll es fürs Video gewesen sein. Wenn euch das nämlich gefällt, möchte ich jetzt nicht hier noch mehr Level spielen. Das sollte ich überraschen lassen. Es gibt natürlich mehr Einheiten. Ihr könnt upgraden, habt ihr ja gerade schon gesehen und so weiter. Mir gefällt das. Ist auch recht groß, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob danach jetzt noch was kommt, wenn wir hier angelangt sind. Aber ich glaube schon. Denn, wir gehen mal eben zurück, noch ins Hauptmenü und gucken nochmal. Ich hoffe, ich komme da auch nochmal hin. So, genau. Ein bisschen dunkel hier, das ist wieder mal ein Grafikfehler. Ah ja, ihr seht schon. Also, das ist ja unser erster Weg hier. Frontier Wilds. Dann gibt es aber noch einen zweiten und einen dritten Weg. Und das heißt, es ist schon auch schon umfangreich, definitiv. Galerie ist jetzt auch freigeschaltet. Können wir auch rein.
können uns dann hier die Gegner nochmal anschauen, die verschiedenen Gegnertypen. Ah, hier kommen noch Pferde, kommen hier noch. Das sind die Ritter. Hier kommt also einiges und wir können uns alles anschauen. Bogenschützen, auch nice. Das sind die Diebe, die Dicken hatten wir auch schon hier, Heavy Bandit. Da kommt noch einiges, da kommt noch einiges. Verspricht auf jeden Fall interessant zu werden. Guck mal, wie viele Gegner es hier noch geben wird. Meine Güte. Also überall hier in den Gängen wird es noch Gegner geben. Das sind die Bosse, die verschiedenen. Die werdet ihr auch noch bekommen. Also wer Tower Defense mag und wer Minecraft mag, der ist bei dem Ding hier bedient. Definitiv. Was haben wir hier? Was ist das denn hier? Ach, das sind die Drachen. Die haben die und wir haben die. Dann kommen natürlich noch weitaus mehr Drachen, die wir dann hier in der Galerie uns auch nochmal anschauen können und die wir natürlich auch nochmal lesen können, wofür die gut sind, wofür die nicht gut sind. Auch sehr cool. Aber dafür haben wir natürlich auch hier unser Buch. So, und dann haben wir noch Werkzeuge. Upgrade Tools, Sell Tools, Heal Tools, das sind alles hier. Boulder Attack, keine Ahnung, was das ist, die haben wir noch nicht gehabt. Sky Attack haben wir gerade gelesen, dass es die gibt. Und Waffen, das ist auch interessant, dass man die upgraden kann. Ja, cool. Also, ist schon ganz nett, definitiv. Was haltet ihr davon? Sagt mal Bescheid, was ihr davon haltet. Ich finde es ganz cool gemacht, auf jeden Fall. Ich wollte einfach kissen, aber es ist gar nicht so schwer, in dieser Kameraperspektive zu laufen. So. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Adventure Maps Video wieder dabei seid. Und lasst dem Video ein Like da. Würde mich auch darüber freuen. Und ja, dann halt bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.